Du möchtest oder du musst einen Businessplan schreiben und dir fehlt die Energie, dann ist das Video genau das Richtige für dich. Denn ich zeige dir ein paar Gedanken, ein paar Tricks und Überlegungen, die dir helfen, ab sofort mehr Energie und vielleicht sogar Freude daran zu finden, deinen Businessplan fertig zu schreiben. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin selbst nicht nur Berater, sondern auch Unternehmer. Und damit war ich auch einst Gründer und musste auch einen Businessplan schreiben, damals für ein Investitionsvorhaben. Meine Erfahrung war, es war ziemlich unangenehm. Keiner konnte mir richtig sagen, wie ist er aufgebaut, wann ist er fertig, was muss drin sein und was draußen. Und deshalb ist es heute auch so wichtig, dass du zunächst lernst, dich richtig für den Businessplan zu motivieren. Denn der Leser bekommt mit, in welchem Zustand du diesen gefertigt hast. Egal also, ob du einen Businessplan schreibst für die Bundesagentur für Arbeit, fürs Jobcenter, für Banken, für Fördermittelinstitute oder für Investoren, die Aufgabenlast ist relativ ähnlich. Meistens gilt es, einen Finanzplan fertig abzubilden, mindestens 3, vielleicht sogar 5 Jahre in der Zukunft. Vielleicht gibt es noch eine Vergangenheit, die auszuwerten ist. Dann gibt es den lyrischen oder den Textteil, wo du in 30 Seiten alle Inhalte und alle Kommentare auch zum Zahlenteil abbildest, zu dir, zur Person, zum Mitbewerber, zu den Produkten. Und dann gibt es die Anhänge und meistens noch die Anträge. Und das erscheint manchmal als ein riesiger Berg von Aufgaben, der Mount Everest deines Businessplans. Aber die große Frage steht natürlich im Raum, worum geht es wirklich, wenn du angehalten bist, deinen Businessplan, deinen Finanzplan und die Anhänge und die Anträge zu bearbeiten? Geht es darum, dass du irgendeinem Bürokraten zuarbeiten musst? Geht es vielleicht um eine Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme oder solltest du vielleicht eine Prüfung bestehen im Rahmen einer beruflichen Ausbildung oder eines Studiums? Keinesfalls. Bei dem Businessplan geht es ganz alleine darum, wie du deine Zukunft gestalten möchtest. Und entweder sind es Geldgeber, Menschen, die also die Ressourcen anvertrauen, die einfach wissen wollen, ob du weißt, worauf du dich einlässt und wie gut du vorbereitet bist. Also Menschen wollen dich kennenlernen, wollen deinen Reiseplan kennenlernen und wollen wissen, ob du in der Lage sein wirst, mit diesem Geld auch treu umzugehen. Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass 100.000 Euro oder vielleicht nur 10.000 Euro an Fördermitteln oder an Zuschüssen dir anvertraut werden und dieses Geld auch sinnvoll angelegt wird. Es geht also um dich, um deine Zukunft und die gucken wir uns ein bisschen mehr jetzt an. Angenommen, ich würde dir heute 100.000 Euro zur Verfügung stellen und du hättest dann die Aufgabe, dir daraus einen Reiseplan zu machen. Mit Kreuzfahrten, mit Bergbesteigung, Safari-Tour in den schönsten Hotels, mit den besten Flugzeugen. Ich glaube, das würde dir nicht so schwer fallen. Oder? Und dein Businessplan ist ähnlich aufgebaut. Letztendlich ist all das, was du in deinem Businessplan beschreibst, deine Reise in deine Zukunft. Das bedeutet, das, was du dann errichtet haben wirst, die Unternehmen, die Produkte, die Dienstleistungen, die anbietest, mit den Mitarbeitern und dem Team, was du aufbaust, zu einer Firma, die heute noch gar nicht vorhanden ist, all das geschieht in der Zukunft. Das ist deine Reise in dein Wunderland. Es geht also hier um die Frage, wie du in der Zukunft deinen Kontext, deine Umgebung formst und gestaltest. Bist du also in der Lage, bist du ein Mensch, der aus Gedanken, die du heute hast, in der Zukunft den Kontext so zu verändern? Und zwar getreu den Worten von Walt Disney. Alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch machen. Und das wollen die Leser deines Businessplans wissen. Wirst du mit dem anvertrauten Geld, Gütern, mit den Fördermitteln, wirst du tatsächlich ein Schiff aufbauen, was in der Lage ist, einen Zielhafen zu erreichen. Wenn du zum Beispiel vergisst, bei deinem Finanzplan genügend Betriebsmittelreserve einzuplanen, also eine Liquiditätsreserve, dann wirst du das Gleiche erleben, was der Kapitän auf hoher See erlebt, wenn er zu wenig Wasser dabei hat und es nicht regnet. Dann verdursten alle Matrosen und Passagiere. Und das Gleiche passiert auch beim Gründer. Dort muss er die Mitarbeiter entlassen und schließlich Insolvenz anmelden. Auf der anderen Seite, wenn du auf hoher See bist und du kommst in einen großen Sturm und du möchtest alle Luken schließen und du hast aber keine Luken eingeplant, dann wird auch das Schiff untergehen. Das bedeutet also, dein Businessplan, dein Finanzplan hat die Aufgabe, an möglichst viele Eventualitäten, Krisen und Risiken auch zu denken, aber auch gleichzeitig die Chancen. Denn wenn du in ein großes Gebiet kommst, wo viele Fische sind und du möchtest deine Netze rauswerfen, hast aber keine Seile eingepackt, wirst du auch diese Fische nicht im Boot bekommen. Das heißt, der Businessplan, der Finanzplan hat die Aufgabe, deine Reise in die Zukunft, ins Wunderland zu gestalten und soll dir die Möglichkeit geben und gleichzeitig dem Leser beweisen, dass du an alles, was eintreten kann, auch gedacht hast und vorbereitet bist.
Sicherlich wird deine Reise nicht so gefährlich sein wie die eines Astronauten, der zum Mond fliegt. Denn jeder Fehler, den er gemacht hat bei der Vorbereitung der Reiseplanung, wird er auf dem Mond oder im Weltraum unmöglich wieder beheben oder korrigieren können. Aber so ähnlich empfehle ich das auch, dass du deine Gründung betrachtest, die Fertigung deines Businessplans. Versuche, an alles Mögliche zu denken, was passieren kann. Und wenn es deine erste Gründung ist, dann hast du natürlich den enormen Nachteil, dass dir viele Erfahrungen fehlen. Und das ist häufig auch der Grund, weshalb viele Unternehmer erst beim zweiten, dritten Mal oder nach einer großen Krise richtig erfolgreich werden, weil sie aus den Erfahrungen gelernt haben. Aber du bist eingeladen, genau das zu umgehen, zu vermeiden, indem du von den Fehlern anderer lernst. Das heißt, es macht also schon Sinn, mit einem Team gemeinsam deinen Businessplan zu schreiben, dir Unternehmer in dein Umfeld zu holen oder vielleicht sogar Berater, die nichts anderes machen, als Menschen dabei zu begleiten, ihren Reiseplan in ihre Zukunft zu schreiben und auch umzusetzen. Woher kommt nun also die Motivation? Das Erste ist, was du als Unternehmer entweder schon gelernt hast oder lernen wirst, dass alles, was du dir vorstellst, tatsächlich auch umsetzen kannst. Aber umgekehrt bedeutet das auch, das, woran du vergessen hast zu denken, was du dir nicht vorgestellt hast, was du nicht niedergeschrieben hast, wird auch nicht stattfinden. Wenn also deine Betriebsmittelreserve, wie angesprochen, zu klein ist, oder wenn der Wettbewerbsvergleich nicht stattgefunden hat, oder wenn bestimmte andere Kanäle unterlassen worden sind, mit denen du deine Kunden erreichen willst, dann wird es einfach nicht stattfinden und kann damit auch die Ursache für den Misserfolg sein. Zusammengefasst also geht es beim Businessplan, Finanzplan keinesfalls nur darum, irgendeinem Leser zufriedenzustellen, damit er dir Geld gibt, sondern es geht vielmehr um deine Zeit, um deine Zukunft und um deine Chancen und auch um die Verantwortung über die Menschen, die du hast. Denn jeden Fehler, den du machst, wird auf hoher See deiner Selbstständigkeit dazu führen, dass ihr entweder enorme Probleme bekommt oder sogar das gesamte Schiff gefährdet ist. Und auf der anderen Seite hast du die große Möglichkeit, dass du die gesamten Inseln und schönen Häfen der Welt, die es gibt, aussuchen kannst. Du kannst also selbst gestalten, wohin es geht, mit wem es dorthin geht, wie es dorthin geht, was ihr dort alles machen werdet, wie groß die Umsätze, Erträge sein werden, wie groß die Deckungsbeiträge sind, von denen du auch leben wirst. All das kannst du gestalten. Und jedes große Projekt, jede große Bauplanung fängt zunächst an mit einer kleinen Blauskizze, mit einer kleinen Zeichnung, später einen großen Bauplan. Und du und dein Team habt dann die Aufgabe, genau diesen Bauplan, geschriebenen Businessplan, Finanzplan auch umzusetzen. Und kommen wir nun zum Abschluss noch zu einer guten und schlechten Nachricht. Fangen wir mit der schlechten Nachricht an, denn wann ist der Businessplan zu Ende? Und die Antwort lautet niemals. Das bedeutet, du wirst auch danach deiner Gründung und nach den ersten Wachstumsjahren jedes Jahr neu dir Gedanken machen, wie geht's nächstes Jahr weiter. Und die gut aufgestellten Unternehmen haben in der Regel Businesspläne, die mindestens 5 Jahre in die Zukunft gestalten. Ist also ein Jahr abgelaufen, kommt das fünfte, also das frühe 6. Jahr wieder dazu. Und so hast du immer genaue und klare Sicht und eine Vorstellung, am besten das gesamte Team auch, wo es hingeht. Die gute Nachricht ist, es gibt Menschen, die sich darauf spezialisiert haben, dich dabei zu unterstützen. Am besten sollten es allerdings auch Menschen, Mentoren und Berater sein, die selbst diesen Weg gegangen sind und auch wissen, wovon sie sprechen. Und da lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch hier bei der X-Group. Denn wir beraten und begleiten bundesweit Menschen, ganz am Anfang ihren Reiseplan das erste Mal aufzustellen, aber auch auf hoher See einen Controlling-Prozess einzuführen und schließlich auch zum Schluss das Unternehmen erfolgreich mit hohem Wert zu verkaufen. Deshalb lade ich dich jetzt ein, das Video zu liken, unseren Kanal zu abonnieren und gerne Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Dein Daniel Schäfer.